Ich mal so weit nach vorne kommen. Und vor allen Dingen dafür müssen sie Gegnerinnen bezwingen, wie diese hier, wie Sandrine Testu aus Frankreich. Die gewann den ersten Durchgang mit 6:2, verlor dann den zweiten an Serena Williams mit genau dem gleichen Ergebnis. Und jetzt führt die Amerikanerin hier im Vordergrund mit 4:3 bei Aufschlag der Gegnerin. Also eine enge Partie mit wechselnden Chancen für die beiden Spielerinnen. Testu zurzeit auf Rang 15 der Weltrangliste. War schon mal die Nummer 11 und ihr Gegenüber im Moment Nummer 26 war schon mal die 17. Und 17 Jahre jung ist sie auch immer noch, ihre Gegnerin, fast 10 Jahre älter. 15-0. Sandrine Testu natürlich mit einer Menge Erfahrung, das hat sie der Gegnerin voraus. Die ist dafür sicherlich um einiges athletischer, vielleicht sogar noch mehr als die Schwester. Noch beweglicher vielleicht, weil sie nicht ganz so groß und schlagsig ist. Den hat sie im Aus gesehen. Aber die Schiedsrichterin bestätigt 40-15. Da zeigt Serena Williams auf die Linie und sagt, schau her, der war im Aus, ganz klar. Diesmal gibt es daran keinen Zweifel. Im direkten Vergleich führt übrigens die Jüngere. Das letzte Meeting der beiden allerdings gewann die Französin und zwar bei ihrem bisher schönsten Erfolg. Sie bezwang Serena im Viertelfinale von Filderstadt und am Ende dann ein Turniersieg für sie, der zweite ihrer Karriere und sicherlich der größte. Ein Jahr zuvor war sie bereits in Palermo erfolgreich. Das ist etwas, was Serena noch fehlt. Einen Turniersieg hat sie bisher in ihrer Karriere noch nicht geschafft. Jetzt kommt sie wieder ran. Nach 40-15. Jetzt ein Stand. Da zweifelt sie an ihrem Schicksal, Sandrine Testu. Und vor allen Dingen sicherlich auch ein bisschen an ihren Nerven. Beide haben vorher in den ersten beiden Runden noch keinen Satz abgegeben. Serena bezwang Raluca Sandu, die Freundin von Carlos Moya mit 6-2, 6-3. Und dann auch noch Maui Serna, die Spanierin 6-1, 6-3. Testu war erfolgreich über Tara Snyder aus den USA 6-3, 6-2 und Els Callens aus Holland 6-3, 6-1. Williams leads 5 games to 3. 5-3, die Familie hier im Bild von Serena kann zufrieden sein, denn jetzt hat sie natürlich eine dicke Chance bei einem Aufschlag. Break geschafft, 5-3 Führung und Testu frustriert und sauer, dass sie sich dieses Aufschlagspiel, bei dem sie ja wie gesagt 40-15 vorne lag, noch aus den Händen nehmen ließ. Players are ready, thank you. Idealer Einstieg für sie. Hat ein Turnier schon gespielt in Sydney, verlor dort in der zweiten Runde gegen Steffi Graf, die dann ja auch noch Venus aus dem Feld warf. Das muss besser gehen. Nicht konzentriert genug, das war für sie auch das Problem im ersten Satz, in dem Sandrine Testu einen viel besseren Einstieg fand. Wie gesagt, 6-2 für die Französin der erste Durchgang. Aber dann kam Serena besser ins Spiel.
Und die Französin hatte Schwierigkeiten mit der eigenen Konzentration. Ja, aggressiver die Französin. Da lässt sie sich ins Boxhorn jagen. So. Serena Williams. Und während die 26-Jährige aus Lyon natürlich schon 8-mal hier bei den Australian Open dabei war, Serena gerade mal zum zweiten. Letztes Jahr 2 Runden aus gegen die eigene Schwester. Das war natürlich bitter. Nach einem schönen Sieg über Irina Spellea. Oh, der hätte sitzen müssen. Das weiß sie natürlich genau. 30. Und jetzt fehlen ihr noch 2 Punkte zur Qualifikation fürs Achtelfinale. Wow. Ein absolut unglaublicher Passierball. Und Matchball für Serena Williams, die jetzt hier sehr unter Druck die besten Schläge auspackt. Noch einmal. Schöner Volley, vielleicht ein bisschen zu kurz von Testu. Und prompt kommt die Quittung. Und jetzt hat sie es in der Hand, Serena Williams. Dieses Match hier in 3 Durchgängen zu beenden. White, please. Thank you. Ja, konzentriert gespielt von Sandrine Testu. Vor allen Dingen auch mit Mut zum Risiko. Erster Matchball abgewehrt. Hat ja letztes Jahr geheiratet. Ein Italiener, Vittorio Manielli, heißt aber immer noch Testu. Offiziell auf dem Circuit. Ja, sie hat viel Mut. Und genau aus diesem Grunde ist Sandrine Testu ja in den letzten 1,5 Jahren auch so schön weit nach vorne gekommen. Wie gesagt, die beste Platzierung, Rang 11 letztes Jahr im Oktober nach dem Sieg in Filderstadt. Und jetzt hat sie wieder Breakball, nachdem sie schon einen Matchball abgewehrt hat. Sie lässt sich zu sehr in die Defensive drängen. Hat jetzt plötzlich ihr Momentum verloren, wie es so schön heißt. Serena Williams nach dieser großen Chance. Plötzlich jetzt die Gegnerin wieder da, verkürzt nochmal auf 4:5 und holt sich das gerade gewonnene Break wieder zurück. Wie es weitergeht, sehen wir gleich. Aus der zerfahrenen Partie der ersten beiden Sätze ist ein wirklich spannendes Match geworden. Gute 1,5 Stunden dauert das Ganze mittlerweile, sogar noch schon ein bisschen länger. Und jetzt ist es wiederum spannend, denn Sandrine Testu, die gerade eben das Rebreak geschafft hat und Matchball abwehren konnte, steht jetzt bei dem Aufschlag unter Druck. Sie muss ihn durchbringen. Ah!
Unglaubliche Power, die die beiden hier einsetzen, und doch ein bisschen überraschend, dass Testu da diejenige mit dem besseren Ausgang ist. Enorm viel Kampfgeist hat sie entwickelt in den letzten 2 Jahren, Sandrine Testu. War immer eine von vielen Guten, aber nie unter den Besten, und das hat sich geändert. Seit Beginn 97 in etwa. 30 Lauf. Wieder eine knappe Entscheidung, und sie ist alles andere als zufrieden damit. Viele Fans im Publikum. Die jüngste der Spice Girls. Na, ich glaube, Kuniko war noch ein Stückchen jünger. Also, mit einer der jüngsten aus dieser Youngster-Gruppe. Sie und Venus und Martina Hingis und Kornikova. Und dann kommen jetzt noch ein paar neue Namen dazu. Das hat dem Tennis enorm gut getan. Und man sieht auch hier, warum. Sie schafft es nicht mehr, die Präzision ist weg bei Serena Williams, und Hut ab vor der Leistung, von der Konzentrationsleistung vor allem bei der Französin, die hier nach dem 3:5 und abgewehrtem Matchball auf 5 beide ausgleichen kann und ist damit wieder drin im Match. Das hätte sie sich gewünscht bei eigenem Aufschlag, bei 5:3. So einen schönen Ball direkt auf die Linie. Sie riskiert eine Menge mit diesen Linienbällen, immer wieder, obwohl es auch einige Male schief ging. Bleibt ihr vielleicht auch gar nichts anderes übrig gegen Testu. Sowas, das ist natürlich zum den Schläger beißen. Diesmal lässt sie sich Zeit und das klappt besser. Das ist oft noch ein bisschen das Handicap bei ihr, manchmal auch bei Venus. Da fehlt es noch an der notwendigen Übersicht. Diesmal war es richtig. Wieder extreme Länge und Breakchance für Sandrine Testu. 30-40.
game test tube. Testu lead 6-5. Plötzlich das Ganze umgedreht. So schnell kann es gehen. Und Serena Williams, die wird da so einigen Punkten kräftig nachweinen, könnte ich mir vorstellen. Während Sandrine Testu hier wirklich nicht nur konzentriert spielt, sondern ausgesprochen angriffslustig. Und das ist etwas, was man ihr hoch anrechnen muss. Das schaffen nicht alle, die da vorne mitspielen, nämlich dass sie so unter Druck gesetzt, plötzlich aggressiv, risikofreudig und mit wirklich sehr viel Kampfgeist spielen. Und das hat sie hier gezeigt, während sich Serena Williams da etwas den Schneid abkaufen ließ. Zum Beispiel bei diesem verzockten Rückhandschlag ins Netz beim Matchball. Da wird sie sicherlich länger noch drüber nachdenken. Dann gab es da so ein paar Linienentscheidungen, mit denen sie nicht einverstanden war. Und das sind so die Dinge, von denen lässt sich die 17-Jährige noch aus dem Rhythmus bringen. Was natürlich auch verständlich ist bei der mangelnden Erfahrung. Kurzer Blick auf das, was heute sonst noch an Ergebnissen kam. Barbara Schett aus Österreich schlägt Elena Lichovtseva 6-4 und 6-4. Marie Pierce schafft es gegen die Italienerin Rita Grande mit 6-2 und 6-2. Damit nach wie vor glänzend hier unterwegs bei diesem Turnier. Tja, und Andrea Glas, die hat immerhin Anna Konikova, dem Aufschlags-Unglücksraben, einen Satz abgenommen. Aber zu mir hat es am Ende doch nicht gereicht. Martina Hingis ist weiter, ganz locker über Jelena Dukic, die junge Australierin, und auch Amanda Kutzer. Auch Monika Seles nach Mühe über Sabine Appelmann. Sandrine Testu serviert zum Matchgewinn, aber 0-15. La 30. Ausgerechnet. Sehr gut serviert. Ideale Länge. Der war ganz knapp auf die Linie gesetzt. So einen könnt sie noch gebrauchen. Oh je. Da hat die Sonne gestört. Und tut ab vor der Verteidigung von Serena Williams, die hier wirklich alles rausfischt und das auch noch mit prima Länge. Noch einmal diese Szene. Immer wieder versucht sie zu kontern. Muss viel laufen. Und am Ende der Fehler der Gegnerin. Und das heißt Breakchance erneut. Game Williams. Da hat sie doch ein bisschen zu sehr gezittert und die Sonne hat sie gestört. Der Blick gen Himmel spricht Bände und damit wieder alles offen. Eine Zitterpartie auf beiden Seiten mittlerweile. Diese Drittrundenbegegnung zwischen Williams und Testu. White, please. Thank you. Love.
30 love. Ja, der war doch zu zittrig gespielt, wie das ganze Spiel aus der Sicht von Testu. Und damit liegt Williams wieder vorn. Eine Stunde 43 Minuten gespielt zwischen den beiden Kontrahentinnen und es bleibt spannend. Serena Williams diesmal mit einem guten Aufschlagspiel und die Gegnerin hat vielleicht doch noch ein bisschen zu sehr über die verpasste Chance nachgedacht, als sie bei eigenem Service Break vor zum Match servierte und dann sich doch den Aufschlag abnehmen ließ. Mal sehen, wie sie es jetzt packt. 6:7 liegt sie zurück, Sandrine Testu. Ja, einfach zu gut gespielt. Das sind so die Bälle, die müsste sie mal mehrere Male hintereinander der Gegnerin vor die Nase setzen können. Aber das ist eben noch so ein bisschen das Handicap heute. Nicht beständig genug, Serena. Der Ball wird plötzlich von der Schiedsrichterin gut gegeben, nachdem die Linienrichterin gesagt hat, der war aus. Bitter für Serena, der Punkt wird natürlich wiederholt. Aber ich fürchte, die Schiedsrichterin hat recht gehabt. Der sah mir nach einem echten Linienball aus. 15 beide, also noch einmal. Vielleicht ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit könnte sein. Zumindest hat sie sich da aus dem Rhythmus bringen lassen. Und jetzt wieder die Chance für Serena. Volle Aggression, volles Risiko und Full Power vor allem. Der war zu gut gespielt. Matchball Nummer 2 für Serena Williams. Daumen drücken oben bei der Familie. White, please.
Das ist natürlich heftig. Schon wieder eine Entscheidung der Schiedsrichterin gegen die Entscheidung der Linienrichterin. Und diesmal beim Matchball und wieder gegen Serena. Das ist natürlich ganz bitter. Wir haben gleich von Beginn an gesehen, dass Sandrine Testüda auch protestiert hat. Die Zeitlupe gibt eigentlich eher ihr Recht. Ganz schwer zu sagen. Das muss ich jetzt natürlich erstmal wegstecken. Serena Williams auf der zweite Matchball weg. Und unter welchen Bedingungen? Die Fans versuchen zu helfen, dem Teenager aus Michigan. Und er ist draußen. Die Vorhand von Williams, so schön gespielt, aber vielleicht ein halber Meter zu kurz. Und Testü war da, macht mehr Druck als die Gegnerin. Und damit das Spiel, 7-beide. Zweite Chance der Amerikanerin, ebenfalls verpasst. Diesmal mit ziemlich bitterem Hintergrund. Das hat ihr wehgetan, das hat ihre Konzentration mal wieder ins Wackeln gebracht. Noch sieht das recht zahm aus, 3 Doppelfehler auf ihrer Seite, das ist nicht allzu viel. Davon kann eine Anna Konikova zurzeit nur träumen, das wäre traumhaft für sie. Was für eine Beschleunigung. Tja. So schnell wechselt es dauernd hin und her zwischen diesen beiden im dritten Satz. Jetzt wieder Breakchance Testü und danach kann sie zum zweiten Mal zum Matchgewinn servieren, wenn sie ihn jetzt schafft, den Punkt. Wait, please. Das war fast zu befürchten. Jedes Mal, wenn so eine Unterbrechung kommt bei ihr zwischen ersten und zweiten Aufschlag, hat sie ihre Schwierigkeiten. Auch diesmal wieder ein Doppelfehler. Man sieht ihr nicht viel an, aber das kocht drin in Serena Williams. Da bin ich mir ganz sicher, denn jetzt hat die Gegnerin wieder die große Chance, nachdem die Amerikanerin diese beiden Matchbälle nicht verwerten konnte. Der erste mit der Rückhand ins Netz gesetzt, der zweite mit einer sehr umstrittenen Entscheidung. Die Linienrichterin überstimmt von der Schiedsrichterin. Es war haarscharf. Testü war der Meinung, der Ball war im Aus, hat sofort protestiert. Aber, naja gut, das muss man sich wahrscheinlich im Video dann nochmal ganz genau ansehen. Das hilft ihr nur im Moment überhaupt nicht weiter. Die Konzentration jetzt wieder so weit gerade zu biegen, die mentale Stärke irgendwo noch aus sich rauszuholen, um jetzt nochmal das Break zu schaffen. Mal sehen, ob sie dafür genügend Erfahrung hat.
Zumindest wird ja hier bei den Grand Slam Turnieren nicht bei 6-2 im dritten Durchgang das Ganze mit dem Tiebreak, mit dem Glücksspiel sozusagen beendet, sondern ausgespielt bis zum bitteren oder süßen Ende, wie man es immer sehen will. Dementsprechend also geht es hier weiter. Mit der zweiten dicken Chance von Sandrine Testu. Bei der ersten wackelte ihr das Händchen, da war sie plötzlich ein bisschen nervös geworden. Mal sehen, ob sie es beim zweiten Mal besser macht. Nicht konzentriert genug nach diesem Netzroller. Glück für Serena, dass sie sich aber auch verdient hat. Der Return war mutig, voller Risiko. Und 15 beide. Sich beide. Drei Französinnen haben das Achtelfinale bereits erreicht. Emilie Loire mit der größten Überraschung über Martinez. Amélie Mauresmaux ebenfalls und auch noch Marie Pierce. Wird sie die vierte? Jetzt hat sie ihren ersten Matchball. Sandrine Testu. Und das wäre eine ganz bittere Niederlage für ihre Gegnerin, für die 17-jährige Serena Williams. Ins Netz und da fliegt der Schläger bitter enttäuscht. Serena Williams, verständlicherweise. Ihr fehlt ganz einfach noch die Erfahrung, um eine Spielerin wie Sandrine Testu in so einer Situation wirklich bezwingen zu können. Dass es der Leid tut, wie das Ganze zustande kam, nämlich mit ein paar sehr umstrittenen Entscheidungen, das kann man wirklich glauben. Eine Stunde 55 Minuten hat das Ganze gedauert und Williams hat 91 Punkte gewonnen, Sandrine Testu nur 85. Und trotzdem ist sie in der nächsten Runde und trifft nun auf Monica Seles. Da darf man gespannt sein, wie sie sich da aus der Affäre zieht. Trotzdem Kompliment an Serena Williams, die teilweise klasse Tennis gespielt hat. Ihr gehört die Zukunft, genauso wie eine Anna Konikova, wenn die über ihre Probleme mit dem Aufschlag hinwegkommt. Hier noch einmal der Matchball und wieder diese Situation, wie schon bei ihrem eigenen ersten Matchball, mit der Rückhand ins Netz gedonnert, ein bisschen zu zittrig gespielt. Und Sandrine Testu war die solidere, die konstantere Spielerin am Ende auf dem Platz. Weniger sogenannte Unforced Errors. Williams noch nicht erfahren genug im Gegensatz zur fast 10 Jahre älteren Französin. Also, sie werden wir wiedersehen und jetzt sehen wir gleich noch Steffi Graf in ihrer Begegnung mit Mary Jo Fernandes. Also zwei alte Hasen, um es mal so fies auszudrücken. Und an unseren Hasen Carsten Linke gebe ich damit ab, der die beiden betreuen wird und sie hoffentlich auch gut betreuen wird mit dieser Partie. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß. Steffi Graf gegen Mary Jo Fernandes mit Carsten Linke.